Anfang vergangenen Jahrhunderts, genau am 19.000, gründete eine Gruppe der Radsportbegeisterten Südpolen Mittelstadt den Częstochowa-Zyklistenverein. Das Ziel war, die Fahrrad wie eine Beförderungsmittelpopularisierung einerseits, andererseits aber das Radsport und Radtourismus bewegen. Heute, nach 100 Jahren, lebt immer die Vereinsidee. Die Gruppe, die wahre Mischung der verschiedenen Kreisen, Berufen und Wesensarten, ist durch die ungewöhnliche Verbundenheit zusammengebunden. Der, wenn niemals versuchte, nicht in der Lage ist, diese ungewöhnliche Leidenschaft zu verstehen. Um die Vielseitigkeit der Krakau-Częstochowa-Kalkkleingebirge zu nutzen, starten die Enthusiasten durch ganze Saison jede Woche. Dieses Fahrt ist sehr weit von einem touristischen Abstecher entfernt. Trotzdem, dass viele von uns kaum vor ein paar Jahren auf dem Fahrrad sitzte und seine Jugendalter weit hinterließen, ist diese Route wie eine typische Rennstrecke wahrgenommen. Mit dem Fahrrad bin ich wegen meiner Gesundheitsprobleme angefangen. Einige Zeit, mein Leber hat wehgetan, bin ich zum Arzt gegangen und nach der Fachuntersuchung war klar, dass das Problem etwa groß ist. Ja, und weil ich etwa faul bin und laufen spricht mir einfach nicht, deswegen habe ich für das Fahrrad entschieden. Ab und zu bin ich zu der Fahrradmechaniker gegangen und die Kollegen sagten, versuch mal am Wochenende mit uns zusammenfahren, ob du ganze Strecke schaffst, das spielt keine Rolle. Ja, ein oder eineinhalb Jahre bin ich zu ihnen mit dem Fahrrad gekommen, habe mich von der Seite gehalten und beobachte, wie die Radler nach dem Training in der Waldgartenstube sich rollen und Bier trinken. Das habe ich alles imposant gefunden und entschieden sich die Gruppe anschließen. Ja, und so habe ich angefangen und das erste Mal mit dem Jungs das Training begonnen, aber nach 12 Kilometer Fahrt war ich fix und fertig. Anfang war schwer, sehr schwer. Damals bin ich auf dem Kamerad gefahren und am ersten Anstieg haben meine Kollegen mich einfach abgehört. Aber von Jahr zu Jahr meine Leistung war immer besser und demzufolge hatte ich mehr Lust, regelmäßig zu trainieren und zwischeneinander sich zu mitbewerben. Ja, habe ich geschafft. Und bis 2010 bin ich, kann man so sagen, sehr stark mit ihnen mitgefahren. Momentan hingegen kann ich mit meinen Kameraden ganze Strecke mithalten, manchmal sogar das Tempo vorne geben, die Führung übernehmen und das macht mir Spaß. Die erste Trainingssaison hat mir gelungen, die ganze Strecke durchfahren. Tja, das habe ich nie gedacht, dass ich irgendwann das schaffe. Jeden Samstag und Sonntag treffen sich die Radler am Bushaltestelle Ausfahrt der Stadt Richtung Ost. Keine Handy, keine Feststellung. Pünktlich um 10 Uhr Vormittag ist das Treffpunkt bis zum Rand voll. Nach einer Weile fahren die ganze Gruppe auf der 60 Kilometer Strecke weg, die auf 3 Etappen geteilt ist, mit den Ortsschildern Janow, Żarki und Olsztyn festgestellt. Jedes Ortsschild bildet eine Sprintlinie, wo die Radler werden heftig um den Sieg kämpfen. Wenn ihr das mit dem Tempo
Anfang der Strecke ist am ruhigsten. Die Radler halten immer gleiche stabile Tempo und obwohl den Zuschauer scheint das alles so leicht wie Butter und Brot, sieht die Wirklichkeit ganz anderes aus. Die werden durch nächste 15 Kilometer die Geschwindigkeit bei 40 Kilometer pro Stunde halten. Wenn man mit solchem Tempo fahren will, muss stattfinden und nach Ablauf der Zeit mit der Müdigkeit rechnen. Ihre Fahrt zeigt die alte klassische Regel. Das Peloton fährt in einer Reihe mit zwei Radlern, die sich regelmäßig miteinander wechseln, um das Tempo zu halten bzw. das ganze Luftwiderstand zu besiegen. So dass die Radler, die die Führung abgeben, haben etwa Zeit, sich erholen und seine Kräfte zu aufbauen. Weißt du, ich habe sehr große Motivation, weil ich mit keinem unbekannten Sportler fahre. Mit uns fahren zusammen die Jungs, die ehemalige polnische Profi-Straßenmeister waren, Paralympia-Goldmedaillenträger aus Peking, die heutigen Profis aus Continental-Teams, die polnische Nationalmannschaftsmitglieder. Im Grunde genommen, das ist euch eine Elite, die den Ton der Gruppe angibt. Das sind die Profis oder ehemalige Profis. Ja, und ich bin der Kerl, der vor 4 Jahren das Fahrrad kaufte. Und wir echte Amateure versuchen ganze Zeit mithalten, manchmal sogar kämpfen, ohne oder mit dem Erfolg. Und wenn ich, ganz unbekannter Radfahrer, ganze Strecke mit solchen Leuten durchhalten kann, mein, weißt du, Selbstbewusstsein, mein Ego wird immer größer. Jedoch als Wichtigste sind die Trainingsteilnahme und die Fahrt allein. Ungefähr 15 Kilometer fahren die Radler in die Osten ein, um eine schöne 14. Jahrhundert-Burruine als Willkommen reichen. Zum ersten Sprintziel in Janow haben die Jungs noch 12 Kilometer. Das Ort Schildianus heißt die erste Trophäe, wo die alle kämpfen werden und wo das echte Rennen begonnen ist. Ich habe das so wie gesehen. Es bringt mir viel Stress, den Radsport hingegen, besonders diese Sportdisziplin, kann ganzen Stress von Mensch abgehen lassen. Und wenn ich auf dem Fahrrad sitze und auf die Pedale trete, kann ich an meine Kunden nicht mehr denken und ganze Berufstätigkeiten vergessen. Knapp zu sagen, es geht von mir fantastisch ab und man hört ja die ganze Zeit nur fahren wollen. Die erste Sprintwertung haben wir hinter sich. Vor den Radler steht noch am schwierigsten Teil der Strecke mit langem Finish im Jack.
obwohl für ganz normale Leute kann diese Wegstrecke wie eine ganz flache vorkommen. Doch über 10 Kilometer klettert sie immer langsam bis Stadterhofer Hügel, wo die 1,5 steile Anfahrt reißt die ganze Gruppe auf und eine Spitze formiert. Wahrscheinlich am größten Bedeutung hat hier die Physiologie, weil wenn etwa weh tut, als Zeichen direkt zum Gehirn gehen und dann musst du die Antwort geben, fährst du weiter oder nicht. Zwischen den Profis gibt es alten Spruch, sich zu Tode fahren. Und wenn du durchhältst, nach kurzer Zeit sind die Kräfte etwas wieder aufgebaut. Die Rennen sind mit Kopf gewinnen, nicht mit Beinen, weil nur das Psychik kann uns das Schmerz, die Atemschwierigkeiten einfach zu besiegen. Anstrengung ist sehr hoch, besonders bergan. Ja, und hier haben meine Kollegen deutliche Vorteile, weil die wissen genau, wann und wie soll man einfach abgeben, um seine Kräfte zu sparen. Aber früher oder später können wir alle den Bergspitze erreichen. Ich sagte vielmals, ich kann nicht, ich bin fertig, aber trotzdem fuhr ich weiter. Das ist prima, weißt du, die Beine brennen, alles tut weh, kaum zu atmen, aber trotzdem fährst du weiter. Das macht mir wirklich Spaß und obwohl ich während der Fahrt leide, das macht nichts. Umgekehrt. Ganze Zufriedenheit bleibt und trotz allem ruhen wir alle aus. Nach 12 Kilometer bergan bis 30 Grad Hitze kommt den Radler endlich der Preis zu. Bei sogenannten Tränke kann man das Gesicht abkühlen lassen und die Trinkflaschen vollfüllen, bevor die entscheidende Teilstrecke begonnen ist. Męczą nas, kurde. Ich habe ganz andere Gesellschaft kennengelernt. Und die sind sogar für meine täglichen Tätigkeiten so einem Antidotum geworden. Ich habe prima Leute, extra Kelle kennengelernt, aber nicht nur, die Mädchen fallen auch. Die Kollegen, die Freunde genommen, weil denke ich, diesen Personenkreis kann man so nennen, sind grundsätzlich eine große Familie. Ich habe zwischen den Leuten ganz andere Verhältnisse getroffen und ganz andere Stimmung. Das sind extra sehr nette, wohlwollende Leute. Mit denen kann man einfach praktisch über alles miteinander plaudern und während des Tretens die Zeit in der netten Gesellschaft verbinden lassen.
Freitagabend denke ich, Schluss, endlich habe ich mit dieser Posenreiserei gar nichts zu tun. Und Radler, um mit dem Kollegen frei zu plaudern, müde zu werden und manchmal auch zum Schluss verflochten. Nach der 50 Kilometer Fahrt kommt die Ermüdung tief unter die Haut. Weil zum Ziel im Osten ca. 25 Minuten gelassen, folglich geben die Radler alles, was sie haben. Hier die ausreißerische Chance haben, richtig Gas geben und vor der Gruppe ausreißen. Gegenüber den Sprinter, die noch etwas Zeit haben, seine Kräfte zu sparen. Über den Sieg werden letzte Meter entscheiden. Aber was ist eigentlich der Radsport? Ja, weißt du, das Adrenalin, wenn du mit dem Radteam fährst bzw. wettkämpfst, das ist Adrenalin. Eine Lust, sich selbst zu prüfen und wie stark bin ich zu versuchen. Der Sport mit höchsten Ansprüchen. Weil während der Wettkampf, des Trainings, dauert gute paar Stunden. Ich wollte immer prüfen, wie lange kann ich und mein Körper durchhalten. Das ist, weißt du, genau alles, was der Radsport ist. So etwas, was man mit keinen Worten beschreiben kann. Das ist fantastisches Erlebnis, wenn man nicht selten den Schweiß, Tränen, manchmal sogar das Blut entlocken lassen muss. Eigene Grenze der Beharrlichkeit höher zu schieben. So etwas reizt mich. Außerdem, weil ich mich mit ihnen mitbewerben kann. Anführungszeichen versteht sich. Mehr begleite ich, als mich mitbewerbe. Also alles wie so starkes Bedürfnis nach Rennradfahren. Einfach unbeschreiblich. Dass man dank sich selbst fährt. Schwächer oder stärker, aber immer. Das ist bezaubert in diesem Sport. Die Radler fahren wieder in Olsten ein. Nach dem Kampf über Zielstich sammeln sich die Radfahrer in der Waldstube, sich zu erholen und ein Bierseidel zu schlucken. Dort reden wir über ganz verschiedene Themen, aber keine meinen Beruf betroffen. Generell reden wir über den Fahrt, über die Fahrtweise und zwar wer und wo angegriffen hat, wer und wo abgerissen, warum wieso passiert, warum fuhr der schneller, warum langsamer, Prozentanalysen aller Art. Das Adrenalin, der Wettkampf, dort einander ist auf dem Hinterrad gesprungen, dieser nicht. Und dann werden wir darüber etwas reden. Später diskutieren wir über Wettkampfrennen, die Tour de France momentan.
wie die Profis fahren und so weiter. Und dann diskutieren wir über alles. Witze erzählen oder manche schweigen, sich erholen. Gibt's keine Politik, keine Sittlichkeit. Nein, eigentlich nicht. Ist wirklich ungestört, liebenswürdig, sympathisch. Der Sand, das Wasser, gebe Arbeitsstelle bei der Betonmischmaschine. On w ogóle niech tą kupę nie wiesz, tak? Bo widzi, że wszyscy odpierdolewa, to jest dobrze. Tak, nie wtykałem, żeby nie myślał, że kurwa muszę wymienić sobie z boku. Lepiej, żebyś ty. Ja musiałem coś zrobić, bo przełożyłem. Ja wiem. Strasznie wciąż. Fürchterlich zieht so tief ein, dass ich nicht vermutet habe. Ich dachte, dass ich 20 Kilometer täglich fahren werde. Ja, so habe ich gedacht, wenn ich den Fahrer gekauft habe. Aber es stellte sich heraus, dass es jedoch nicht so ist. Ja, es hat mich mit dem Radsport, mit dem Adrenalin angesteckt. Also denke ich, dass ich radfahrensüchtig bin. Genau wie alle von uns. Bevor ich auf dem Fahrrad überhaupt nicht bewegte, verließ die Zahl wie durch die Finger. Und dann, wenn ich auf dem echten Rennrad umgestiegen bin, war für mich klar, Rennrad zu fahren, das will ich in meinem Leben. Heute jede Freizeit, gibt es aber wirklich nicht viele, verwende ich auf dem Fahrrad und grundsätzlich alle Pläne neige ich Richtung Fahrrad. Ich schaue durch das Fenster, ob das gute Wetter ist, wenn schon, man muss da Training fahren. Das Fahrrad ist zu einem gewissen Grade beschränkt mich, aber auch lässt mich frei. To robili kurwa dwa razy większą panikę i dwa razy większą falę, rozumiesz? To już trochę przeszło. Das alles ist der Art des Lebens geworden. Wenigstens am Samstag, Sonntag, weil ich während der Woche keine Zeit habe, um zu trainieren. Aber Samstag, Sonntag sind so fest im Trainingsplan eingetragen, dass ich mich nicht vorstellen kann, um den Fahrer zu ablehnen. Ja, das alles zeigt, dass im Kollektiv eine Kraft ist. Der Kraft in der Gruppe. Das bringt eine gewisse Energie und eine positive Erregung. Die Zeit muss sein für Training, für Radeln. Das ist unsere Leidenschaft. Dagegen
kann man nicht machen. Das ist so eine Krankheit, gegen keines Mittel gibt es.